Part 2 Dexter Industries. Dead End. Erstes Sicherheitssystem deaktivieren. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution, wo wir ja in der letzten Folge mit Lenny und seiner Gang abgerechnet haben und hier nun bei dem Unternehmen seines Vaters bei Dexter Industries angekommen sind. Ziemlich heruntergekommen sieht sie aus. Mitten in der Wüste von South Dakota. So. Hier liegt noch ein schönes Metallrohr im Kofferraum, das kann man ja mal mitnehmen. Ja, nichts als weite Wüste hinter uns und Dead End, Sackgasse hier, so heißt es auch dieses erste Level. Private Parking, Customers Only, Unauthorized Vehicles will be towed away at Owner's Expense. Also Privatparkplatz, unautorisiert abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt und zwar auf die Kosten des Besitzers, also das ist nicht so gut. Eine alte Sägemühle, jetzt ein Außenposten, kein Zutritt und schwer bewacht. Okay. Dexter Industries, Home Defense Systems. Nun gut. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe das Level gerade eben ganz kurz schon mal angespielt. Und dann ist mir die Aufnahme aber abgeraucht, deswegen habe ich jetzt neu gestartet, aber wirklich nur ganz kurz. So. Hier befindet sich auch schon das erste Sicherheitssystem. Aber zunächst mal sollten wir den Typen da irgendwie weglocken. Also ich habe nur den Typen eben weggelockt, mir die Verkleidung geholt und dann ist die Aufnahme auch schon abgeraucht. Also Level ist trotzdem blind für mich. Aber wir schalten die Verkleidung halt jetzt nicht nochmal explizit frei, deswegen nicht wundern. So, 47. Ganz leise. Ich. Und im Stillen. So. Schnell, bevor der Typ da hinten nach seinem Kollegen wieder guckt. Aber der steht da relativ unbeteiligt. So. Verkleiden. Oh, jetzt kommt er wieder. Da sollten wir ein wenig aufpassen. Kann ich mir so lange mal den Schraubenschlüssel wiederholen? Den könnten wir noch brauchen. Für weitere Ablenkungsmanöver. Den Schraubendreher. Pardon. So, der chillt jetzt da. Ja, Metallrohr, Schraubendreher. Es gibt sich alles, glaube ich, nicht viel. So, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich jetzt umdrehen würdest. Boah, das war verdammt knapp. So, also das Einzige, was ihr verpasst habt, wir haben die Verkleidung freigeschaltet und haben Chamäleon 1 von 4. Also 4 Verkleidungen kann man hier in diesem Level maximal holen. So. Jetzt aber fix, der Typ guckt gerade nicht. So, das wäre deaktiviert. So, da sind weitere wichtige Punkte. Wir sollten jetzt ja eigentlich nicht so immens auffallen. Können wir auch den Autoalarm auslösen? Brauchen wir aber eigentlich nicht. Okay. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Na, erstmal werden wir uns ganz dezent umgucken in dem Level, wie wir das kennen. So, Hammer kann man natürlich auch mitnehmen. Wenn man denn Lust dazu hat. So. Okay. Ist nicht sogar sein schöner Leibwächter vom guten Black Dexter, dieser Sanchez, mit dem wir schon sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben? Ich glaube ja. Gut, versuchen wir es mal hier lang. Axt. Können wir alles nehmen. Okay. Ich gehe mal lieber in Deckung. Da ist der nächste wichtige Punkt. Hey, alles klar? Alles klar. Dann ist ja gut. Okay, geht der jetzt da rein? Ne, der geht da nicht rein. Der geht da rein.
Der guckt gerade nicht. Okay, komm. Da ist auch eine Truhe für den Typen. Und ausschalten den Typen, aber hurtig. Oh, ich hoffe, der da hinten kommt jetzt nicht hier rein. Bitte komm hier nicht rein. Nee, der repariert da nur irgendwas. Okay, sehr schön. Bis jetzt läuft das doch wirklich gut. Sehr, sehr schön. So. Ah, da haben wir auch die Schlüsselkarte. Vielleicht für das Waffenlager. Ich denke auch, dass das dafür sein wird. So. Gut, dann bevor wir hier weitergehen, würde ich dann erstmal den Weg zum Waffenlager einschlagen. Selbst wenn wir die Verkleidung haben, die sehr stylisch übrigens aussieht mit diesem Tuch, sollten wir trotzdem möglichst den Typen aus dem Weg gehen. Das werde ich jetzt auch machen. Der Typ wundert sich natürlich auch gar nicht, dass sein Kollege jetzt einfach mal weg ist. Beware Rattlesnakes. Ja, haben wir schon in dieser kleinen Zwischensequenz gesehen, dass die ziemlich assi sind. So. Eine Annäherungsmine. Das ist natürlich geil. Oh, und auch fette Waffen. Die Waffenkammer halt und eine Verkleidung. Verkleidung als Fabrikwache. Ich befürchte fast, die haben wir sogar schon. Ja. Aber die sieht ein bisschen cooler aus mit der Kappe nach hinten und ohne das Tuch. Ich finde, das steht unserem Hitman nicht so. Gut. Was machen wir jetzt mit dieser Annäherungsmine? Hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Da hinten ist das zweite Sicherheitssystem. Dann wollen wir uns mal dahin auf den Weg machen. Ich habe jetzt übrigens auch alle Level auf normal, ja, wie soll ich sagen, in der bestmöglichen, mit der bestmöglichen Wertung abgeschlossen. So, auch hier sollen Klapperschlangen sich rumtreiben. Und habe dann auch mal ein paar auf Purist versucht, definitiv. Also es macht wirklich Spaß, die nochmal zu spielen. Ich habe mich da wirklich nochmal in jedes Level herangesetzt, weil einfach ich nochmal die anderen Wege ausprobieren wollte. Verdammt, die gehen da jetzt hin. Na, der geht da hin, okay. War nicht so gut platziert, da sind einfach zu viele Wachen. Autoalarm auslösen. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Glaubst du nicht? Hm, okay. Der bewacht das zwar, aber vielleicht können wir einfach so deaktivieren. Kommt schon. Sehr schön, sehr gut. Zack. Veteran sind wir jetzt bisher. Und wieder raus. So, den Mühleneingang sollen wir finden. Ich würde aber nochmal gerne gucken, ob da hinten noch was ist. Denn dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr gespielt habe und ein bisschen mehr Erfahrung in dem Spiel habe, mehr Skill möchte ich nicht sagen, aber mehr Erfahrung, will ich eigentlich auch versuchen, möglichst viele Beweise mitzunehmen. Und wir spielen die auf normal. Ich habe dann tatsächlich versucht, ein paar auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad ein paar Level auf Purist zu machen. Aber das Ding ist, man hat weder Checkpoints, noch irgendein Overlay. Also du hast weder Instinkt, noch irgendwie zeigt dir irgendwas an, wo die Wachen und Feinde sind. Das ist schon sehr, sehr krass. Jetzt wäre ich zum Beispiel auf Purist sofort schon aufgeflogen. Die Wachen reagieren deutlich schneller. Also das ist wirklich, wirklich krass. Den könnte ich hier vielleicht gut ausschalten. Boah, das war knapp. So. Eieiei, okay, ich muss wirklich aufpassen. Selbst auf normal fliegt man schnell auf. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil in diesem Spiel. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und die verschiedenen Lösungswege von den einzelnen Leveln. So, den verstauen wir auch nochmal. Ich kann ja mal Instinkt nutzen und gucken, haben wir noch irgendwo eine wichtige Stelle. Hier ist nur noch mehr Pistolenmunition.
Okay, der verpisst sich gerade. Hier haben wir noch einen Beweis. Sehr geil. Beweislame 1 von 4. Boah, wie lang ist denn dieses Level dann? Shit, 1 von 4, okay. Dann würde ich mal sagen, sollten wir hier durch sein und das dürfte dann hier auch der Eingang zur Mühle sein. Jo. Theoretisch. Sollte uns jetzt auch niemand sehen, wenn wir das Ding knacken. Nice. Gute Arbeit, 47. Okay, das lief doch jetzt schon verdammt gut. Waffenhandling 3 freigeschaltet. Wir sind jetzt in der alten Mühle. Die Wachen umgehen. Okay. Dafür, dass die Aufnahme mir eben einmal abgeraucht ist, sind wir ja gut dabei, finde ich. Ach, die Annäherungsmine, damit hätte ich so gern was gemacht. Aber ich bin hier wirklich auf eine ganz ordentliche Wertung aus, tatsächlich. Deswegen werde ich da nichts überhasten. Okay, 2 Wachen. Wir dürfen ja theoretisch sein, aber... Ich denke mal, eine könnten wir hier sehr gut weglocken. So, ab in den Schrank. Und dann warten wir, bis der rumkommt, der Typ. Und holen ihn uns. Ja, komm, lamentier nicht rum. Mach zu, Kollege. Okay, der Typ kommt. Hier sind auch nicht so viele Wachen in der alten Mühle, wie eben noch auf dem Vorgelände von Dexter Industries. Ist natürlich auch krass, wie das hier bewacht wird. Der gute Blake Dexter ist wirklich nicht gerade der... Fuck, hier muss irgendwas irgendwas muss da repariert werden, aber erstmal musst du fertig gemacht werden. Aber ich finde seine Verkleidung ganz cool. Schlechter Verlierer, 1 von 2. Das sieht doch ganz geil aus, so rum. So, den zweiten werden wir natürlich auch gleich noch hierher holen. So in etwa. So, einmal kurz müsstest du Platz machen, Kollege. Oh, der schläft. Achso, das brauche ich ja gar nicht. Das brauche ich. So, also alles langsam, nichts überhasten, das ist eigentlich das Wichtigste bei dem Spiel, habe ich so gemerkt, als ich die Level noch ein paar Mal gespielt habe, dass man wirklich bedacht vorgeht und wirklich die vorhandenen Möglichkeiten immer wieder analysiert. So kommt man dann schlussendlich auch zum souveränsten Durchspielen. So, gute Nacht, der Sonnenbrillen-Bandana-Hitman legt dich jetzt auch mal schlafen. So, und... Sag Hallo zu deinem Kollegen. Was? Da drin ist schon eine Versammlung? Ja, das stimmt. Okay, die beiden Wachen hätten wir mal eliminiert. Der Eingang scheint über uns zu liegen. Oder der Ausgang vielmehr. Okay, hier liegt auch der zweite Beweis. Sehr nice. Okay, vielleicht sollte ich aber eins nochmal machen, nochmal, hier sind noch so schön viele Truhen zum Leichenverstauen, nämlich nochmal, wo haben wir ihn denn, den Schraubenschlüssel würde ich gerne aufheben, den Mutternschlüssel, so rum, zack, jetzt haben wir auch eine doppelte Aries am Start, aber die Silver Baller ist natürlich darum einfach besser, weil sie, naja, weil sie... Der Typ steht da oben. Komm, Hitman. Geh zurück. Meine Güte. Alpha 4 erstattet Bericht. Nicht zu. Sollte doch eigentlich hier easy sein, den auszuschalten. Nicht wahr? Hier wirft jemand mit Sachen rum. Ja, interessiert nur, glaube ich, keinen. So. Und ab dafür.
Stoßen? Wollte man die da denn stoßen können? So, das Genick wollen wir dem guten Herrn natürlich nicht brechen. Aber die Ruhestellung, das ist ja ganz gut. Tun unserer Wertung hier letzten Endes nichts Schlechtes. Deswegen, wenn wir die Möglichkeit haben, die Waffen wirklich kontrolliert durchzustellen, dann sollten wir das, denke ich mal, auch machen. So. Gut, dass Dexter Industries hier so schön viele Kisten rumstehen hat auf ihrem Fabrikgelände. Das ist äußerst von Vorteil für uns. Denn so können wir die wirklich einen nach dem anderen erledigen. Ist das hier eine Sexpuppe oder was? Ist ja widerlich. Also Dexter, du bist wirklich ein kranker Bastard. So, der Mutterschlüssel hat uns gute Dienste erwiesen. Den behalten wir nochmal. Und erste Hilfe brauchen wir nicht, aber eine Schlüsselkarte. Die ist immer gern gesehen. So, und ich glaube, dann haben wir auch wirklich alle Wachen ausgeschaltet in der alten Mühle. Und können weiter mit dem einen Beweis auch noch in der Tasche fortfahren. So, hier hätte man auch direkt hochklettern können. Aber halb so wild. So. Kein Problem für den Hitman. Wo geht's hier denn noch hin? Okay, nochmal die krasse Waffe. Die haben wir aber schon aus der Waffenkammer aufgelesen. Und dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Tür öffnen. Und wieder sind wir ein Schatten gewesen.